verzweifelt in der Radiostation Area Man Lives. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr schaut vorher bereits, ich bin's, der Sascha, und heute schaue ich für euch in das gerade erschienene Area Man Lives. Ihr findet dieses Spiel im Quest Store für 1999 für die Quest 1 und auch für die Quest 2. Ich habe dieses Spiel schon mal vor über einem Jahr in News and Talk ja ein wenig angekündigt, beziehungsweise da hat man das erste Mal von diesem Spiel gehört. Es geht gleich darum, dass ich in einer Radiostation bin. Mir wird was erzählt, ich kann Zuhörer dazuschalten und auch mich mit diesen unterhalten. Also das Mikro wird dringend oder zwingend ja benötigt für diese, ich sage jetzt mal, Experience. Ich möchte so viel vorweg spoilern. Ich bin nicht wirklich weit gekommen, weil ihr müsst nicht nur Englisch lesen können, ihr müsst es auch sprechen können. Ich habe nicht so wirklich irgendwas verstanden, aber natürlich habe ich trotzdem reingeschaut. Ja, ihr könnt euch so einen kleinen Einblick jetzt von dem Spiel holen. Aber ich bin eigentlich genauso ratlos wieder raus, wie ich reingegangen bin. Ich würde sagen, schaut euch das Desaster einfach mal an. Welcome. Our new shipment of comics hasn't come in yet, so we're a little light today. Okay. So Leute, ich bin im Spiel Area Man Lives. Ihr habt gerade gesehen, ihr braucht das Mikrofon und sonst funktioniert es nicht. Also ihr müsst da die Bestätigung freigeben. Ja, alles gut. Und ich brauche 360 Grad, die ich jetzt hier wahrscheinlich wieder nicht so wirklich habe. Aber ich werde mich natürlich irgendwie durchfuchsen. Jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, ob ich mein Mikro anhabe. Ich schaue jetzt natürlich einmal ganz kurz. Komm, halt die Klappe. So, wir gehen einmal in die Einstellungen und mein Mikro ist natürlich... Ah, nee, jetzt ist es... Ah, okay, es war an. Gut, also das müsst ihr natürlich dann schauen, dass das auch funktioniert. Okay, so, jetzt schaue ich mal, wie ich da hinkomme. Hier habe ich so Borderlands-Hände, das ist schön scharf, also da flimmert nichts, ne? Aber ist simple Grafik. Es ist alles in Englisch, es ist ein storybasiertes Spiel. Ich werde gleich mit Leuten wahrscheinlich am Radio reden müssen, so habe ich es verstanden. Und wenn das Ganze natürlich jetzt hier komplett in Englisch ist, dann ist es schon Mist. Okay, so. Don't touch anything. Hallo. Ach so, okay, ich bin direkt dahin gesprungen. Okay. So. Ich kann das aufheben. Okay, es läuft auch auf der Quest 1. Dementsprechend ist natürlich auch ein bisschen die Optik ganz, ganz klar. Und mir fehlen Menüeinstellungen, ja. Ich hätte gerne deutsche Untertitel, weil sonst komme ich hier nicht weit. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ich habe auch noch nichts verstanden, weil ich nicht aufgepasst habe. Mama hier, komm. Ping, ping. Hallo? Hier, Kaffee. Hey, don't look at me for help. You're the one wearing the monkey gloves. They're equipped with laser grab, you know. Just point at the raptor by closing your lower three fingers around the grip, and when the laser is targeting the raptor you want, pull your pointer finger down on the trigger to pick it up. Okay. Irgendwas mit Laser? Finger? Hä? Es klappt nicht. Hier, Laserfinger. Hä? So, Faust. Ha! Was habe ich gemacht? Also ich habe eine Faust gemacht. Ah. Also es geht nur mit Faust. Seht ihr, so geht das nicht. Ich muss eine Faust machen. Und dann habe ich ihn... That's okay. Let's try it together. Also, nicht den Trigger drücken, ihr müsst die Grifftaste drücken. Und das war's. Das geht dann auch. Ah, das geht auch mit der anderen. So, das saugt sich jetzt hier so an. Und jetzt drücke ich den Trigger und jetzt habe ich's. Okay, es sieht nicht super mega schön aus, muss ich sagen. Okay. Der fällt immer um. Ja. Ja. With your Utopitech Eagle Eye enhancements, you should see a little asterisk floating near the bell. Ja. If you use the laser to grab the asterisk, you'll see more information.
More informations. Okay, da ist so ein Splash-Zeichen. Und hier oben ist auch was, ne? Seht ihr, so ein Hologramm? Ich habe nichts verstanden heute, gar nichts. Ding, ding. In fact, I just added a footnote above the door you came in. Nein, ich brauche das Tutorial nicht nochmal. Ich soll dir nur was anfassen. Ich soll einen Finger machen, hier mit Laser. Ding. Hallo? So, Laser. Ding. Und dann kann ich es wegschmeißen. Geht das so da unten? Ding. Wie weit kann man das denn werfen hier? Weg ist er. Okay. Nein, möchte ich nicht. Mach weiter hier. Hallo? Mach das Radio. Ich will nicht nochmal das Tutorial. Was soll ich denn jetzt machen hier? Hallo? I'm concerned that you don't know how to turn around. Can you turn around to see the footnote? Just nudge the okay, joystick ich hab Snap turn. By your thumb, left or right in the direction you want look. To turn. Okay. Now, I suspect you came in here looking for a great adventure. I love a ach, da ist was, okay. Area Man lives new game, Area Man lives new game und nochmal Area Man lives new game. Do you need help picking up the comic book? Nein. Use your laser pointer to ja, gib mal eins hier. Okay, es hat sich was getan. Say this to start midnight in a town that goes to bed early. Was? Hallo? Habe ich es richtig gesagt? Ich weiß es nicht. 50er Jahre Musik, ne? Okay. Late so. Night in a town that goes to bed to early. Night, one DJ sits alone in a seaside radio station. 30 seconds until you're on air. We need what? A live lead. Well, was sollen die alle machen? There was the producer. Guck mal, was hier alle ist, it's Leute. Hard to ignore that guy. Okay, da kann ich hinlaufen, kann ich hinlegen oder was? Okay, also ich verstehe hier gar nichts, weil alles wirklich komplett in Englisch ist. Und ich hätte gerne ein Menü. Ich hätte echt gerne irgendwie ein Menü. Was ist das hier? 9 Pound Hammer. 7. Wir gehen mal da hin. Hallo, da wollte ich nicht hin. Was ist denn das für ein Kack? Okay, also ihr braucht ein bisschen Platz. Hier, Mama. Nein! Nee, play. So, jetzt machen wir Musik hier. So, ich weiß aber nicht, was ich hier machen soll. Ja, es wäre cool, wenn ich das untertitelt kriegen würde, was du da gerade mir erzählst. So, live, lead in, read aloud, top of show. Okay. Emergency broadcast, monkey glove. Und ich habe immer noch keine Einstellungen, also... Rekord. Kann man da was anderes reintun? Mach mal hier was anderes. Was ist denn das? Small Beach. Ja, mach mal Small Beach. Ne, nimm das wieder raus hier. Komm. So, hier, zack. Was? Wie kann ich das nicht? Was ist das denn? Ja, Konstanz. Ja, hallo, hier ist, ja, Radio. Radio Toxic. Ich bin, nicht da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ach, da oben steht da was, ne? Hallo? Es ist ausgegangen. Leute, ich habe hier echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. So, hier stehen 1000 Sachen. Investigation, Pulse, Notes of the Map to Read. Also ich muss sehr viel lesen, alles in Englisch. Wenn ich es loslasse, ach, dann kommt es wieder dahin. Also ich habe hier echt null Ahnung. Ehrlich, muss ich euch ganz, ganz ehrlich gestehen, das wird ein Video, wo ich euch wahrscheinlich absolut ratlos zurücklassen werde, was es ist. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst echt in die Kommentare schreiben, was das Ding hier von mir will. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ey, das ist... Ich drück das und man darf den Finger nicht zu lange da dran... Seht ihr das? Das ist total fuckelig hier.
So, jetzt nimm das mal. Du sollst das nehmen, nicht da drauf drücken, verfluchte Axt hier, ey. Ja, cool, die Musik geht mir schon auf den Keks hier. Boah, Leute, vielleicht ist das Spiel ja richtig, richtig cool und ich bin einfach nur zu blöde dafür. Was ist das hier? Mach mal das, komm. Nein! Mann! So. Nein. So. Machen wir jetzt? Rocket Now Truck. So. Kann ich hier spielen? Was ist das? Was war das denn? Okay, es sind so ein paar Comic-Effekte hier drin. Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. Warum nicht? Ist weg? Da, im Sofa. In der Decke. Ich kann nur einmal werfen. Okay, einmal pro Spiel darf ich Dart schmeißen. Ist da was drin? Hallo? Nicht, dass es mich beißt, ne? Was soll ich jetzt hier machen? Habe ich schon ein Menü gefunden? Nee, ne? Machen wir das hier wieder. Hallo, hier, ich bin on air. Und da steht hier sogar. Hello. Hello. Was ist das denn? Hello? Is there someone outside of this station? Gut, keine Antwort. Ist auch eine Antwort. So, wir haben hier News. Machen wir News. News and Talk? Jawohl. Ich esse was in der Zwischenzeit. On Air Phone? Da kommt was raus. Okay. Kann ich aber nicht? Doch. So. Copperblotter Transcript Deputy. Was ist das für ein Kram? Ich komme hier nicht klar, Leute. Ich kann hier nur Faxe machen. Ich kann hier echt nicht mehr machen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu streng mit mir, dass ich hier echt nichts verstehe. Ja, ich kann es natürlich verstehen, wenn ihr sagt, hey, was macht der hier für ein Kack-Video? Ja, der weiß ja überhaupt nicht, was er tut. Ich drücke jetzt mal Menü, ne? So, jetzt habe ich Menü, Resume, Main-Menü, Quit. Also es gibt kein... Das muss ich auch mit diesem Zeiger machen, ne? Main-Menü, Quit, ne? Ich kann nur... Es gibt keine Einstellungen. Also ich kann hier wahrscheinlich nicht auf Deutsch machen. Was ist das denn? Okay. Das sind Platten. Penelope, die ist schwanger. Wie viele Platten gibt's denn? Ein bisschen fuppelig das Ding. Where should I go? Der arme Fisch hier. Komm, wir machen mal die Fischmusik hier. Fischmusik. So, das kam weg. Das hat mir hier nicht gefallen. So. Mach mal drauf da. Hier, komm. So, jetzt gibt's Fischmusik. Blub, blub, blub. So, was ist das? Oregon? Oregon geht nicht. So, wir machen mal ein Airphone hier, komm. Muss ich jetzt jemanden anrufen? Wo kriege ich denn die Telefonnummern her, den ich anrufen kann? Haben wir hier irgendwo Nummern? Da sind Nummern, guck mal. Nee. Sign up for charity. Da ist irgendwie... Ach, guck mal da. Hey, Taylor. You don't know me, but I think you're supposed to help me. I know that sounds weird, but ja, ich helfe dir. Auch wenn ich hier gar nichts verstehe, was ich hier tue. Was ist das denn da unten? Guck mal. Okay. Back to the Future in Retro oder irgendwie so. Guck mal, da sind sogar Details drin. Das gefällt mir. Das ist ganz cool. Ja, ist doch gut. Ich habe genug gehört. Ich verstehe es eh nicht. So, machen wir hier. Wen soll ich anrufen? Gib mal eine Nummer. Ich habe keine Nummer. Ja. Was ist das denn? Diskette? Brauche ich die? Okay, hier kann man noch was trinken.
Egal. Ja, wen soll ich ihn anrufen? Mach mal hier. So. Aber ich kriege hier noch niemals irgendwie, was ich hier drücke kann. Ja, komm, wir haben Golden Play und keine Ahnung, was ist das? Books. Okay. Das war? Oh. Kann man alles hier umhauen? Kann man nicht. Ja, ich bin ready. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Leute, habe ich euch wahnsinnig viel vom Spiel gezeigt, ne? Achso, okay. Hallo, ich bin ready. Hey, wait. I just thought of something hilarious. Maybe try to do it kind of robot-y sounding. You know, like mechanical machine voice. I am a robot talking like a human. They reached out and flipped the pages back until they got to the white one. Oh, and where it says beeps, just read those too. Our sound effects board is on the fritz, so really put some oomph into it. You know, like beep, beep. Was ist mit Fritz? Sorry, just one more thing. Don't feel tied to the beeps. Put your own spin on it, like wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Ooga, ooga. Ooga, ooga. Neither, neither. Ich raff hier nix, ey. Whatever you're feeling. Ich raff hier gar nix. Ist was? Ist Kashi Organic? Ich raff hier gar nichts, habe ich gesagt. Ja. That was inspiring. Don't you go leaving me to take a run at an acting career now. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ist es wieder aus hier? Man, this job is boring. Want to take a few calls? Ja. You could ask listeners to call in with the most interesting thing they've ever found. I'll have the clock count you in and tell them the best call this hour wins two all-day passes to Pinata Pete's. Ja, mach mal. Ich bin hier in zwei. Was? Zwei, zwei. Da stand was mit zwei. Da blinkt wieder was. I knew it. I knew there was an emergency. You've been guiding me all this time, giving me clues. This just confirms it. I hear you loud and clear. Okay, jetzt ist da was, ne? Das ist angegangen, oder? Oder war das vorher auch schon? Hello, is there someone? Is there someone? Hier ist gar nichts. Was used Connex? I'm a beachcomber. Was? Da ist jemand. I have a metal detector. I go search for treasure. Is she eating something? One morning, I found a case with a clue on it. Hallo? Das ist wieder aus. She said something like, finding you was like finding a needle in a haystack. So, hey, sometimes that gets jammed. Let's finish this up first and then you try it again. I went to Haystack Rock and there were all these candles. Ich hab hier gar nichts, Leute. And flowers and a shovel with a note. Mach mal den Pinata hier rein. Der hat irgendwas gesagt vom Pinata, ne? Yes. So I dug there and I found a jewelry box. The ring inside was the most expensive thing I've ever found at the beach. I sold it and I bought a nice boat. Was war denn hier mit dem Fritz? People are so stupid. Das mit dem Fritz habe ich nicht verstanden. We're actually calling from the boat right now. Was? If you don't believe me, watch the sky. Boah, ich verstehe gar nichts, Leute. Das ist dunkel, ne, übrigens. Ja, ein bisschen Musik an. Ja, da hast du geschossen. Habe ich gerade noch gelesen. Irgendwas mit einer Flare Gun. Ich kann ihr glauben. Ja, ich glaube ihr. Was denn? Ja, Leute, ich glaube, das hat hier keinen Sinn mehr, was ich hier mache. Ne? Also es geht irgendwie um eine Geschichte. Ich soll hier mich mit den Radio-Zuhörern unterhalten, aber es hat keinen Sinn. Also es ist alles komplett in Englisch, das bringt gar nichts, wenn es Minimum deutsch untertitelt wäre. Aber selbst dann muss ich Englisch sprechen können, sonst komme ich ja in dem Spiel hier nicht weiter. Es ist vielleicht echt eine coole Erfahrung, versteht mich nicht falsch. Aber dieses Spiel hat echt das geschafft, ja, was viele Spiele noch nicht geschafft. Was ist das denn? Geschafft. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Das ist einfach so, ne? Es hat mich einfach jetzt komplett hier total überrumpelt. Es ist, glaube ich, auch für den deutschsprachigen Raum ja nicht angebracht. Ne? Sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, das ist so. Also ich habe ja schon sehr viele Beschwerden oder ja von euch so, ich sag jetzt mal, ja nicht Beschwerden. Ich finde das Englische ja nicht so toll, so will ich es mal sagen. Also
englischen Text und so weiter. Und wenn ihr jetzt auch noch Englisch sprechen müsst, ne, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Level. Und selbst ich habe da jetzt hier mega Probleme. Und ich verstehe echt gar nicht, was ich machen soll, muss und geht und kann und was bling bling. Hey, you're on the air. You're still taking calls on weird things people found? Yep, what you find, kid? Okay, es wird hier von allen Seiten gesprochen, irgendeiner redet da zu mir, das ist das Telefon, jetzt ist mein Mikro hier aber wieder aus, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, kann ich da was machen? Geh doch mal dahin. So, ja, das kann ich hier nur an- und ausmachen, also ich kann doch niemals diesen Hörer in die Hand nehmen. Oh, hier gibt es sogar noch Dartpfeile. Was war das denn? Okay, egal Leute, ihr merkt, ich kann hier nur Faxen machen. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich brauche diesmal eure Hilfe. Schreibt echt mal bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem Dingen sagt, was ihr davon haltet, was es überhaupt von mir will. Ja, ob euch das 20 Euro wert ist, ob ich hier den Witz nicht verstanden habe und so weiter. Diesmal seid ihr gefragt. Ich konnte euch bestimmt mit diesem Video nicht helfen. Seid nicht ganz so hart zu mir. Was die Dislikes angeht, ja. Ich hoffe natürlich auf euer Verständnis in diesem Fall. Ich werde dieses Video natürlich veröffentlichen, aber ich bin genauso ratlos eigentlich, wie ich reingegangen bin, außer dass ich so ein bisschen verstehe, was das Ding eigentlich von mir will. Aber ich bin hier, wie gesagt, mit dem Englischen total überfordert und auch mit dem ganzen Gameplay, wer hier was ist, wer mir was erzählt. Ich habe es alle nicht verstanden. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ich sage natürlich trotzdem danke fürs Zuschauen. Und natürlich auch dann noch ein Fazit, auch wenn das diesmal ein bisschen anders wahrscheinlich ausfallen wird, weil, ja, ihr wisst schon, ich kann nicht viel dazu sagen. Ne? Wir sind gleich trotzdem noch zum Fazit. Bleibt mal ganz kurz dran, Leute. Und danke für eure Geduld bei diesem Video. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich für eure Geduld bedanken, dass ihr jetzt bis zum Fazit durchgehalten habt. Wenn ihr vorher abgeschaltet haben solltet, kann ich das voll und ganz verstehen. Das ist ein Spiel, was mir ja nicht zu komplex ist, aber ich habe es echt komplett nicht verstanden, weil es ist sehr, sehr viel Text. Es ist untertitelt, wenn man erstmal weiß, wo die Untertitel überall erscheinen im Spiel. Ja, aber alles in Englisch, wie gesagt. Und man muss auch noch Englisch sprechen können. Es wird sehr, sehr viel gesprochen. Ihr habt nachher in der Radiostation gesehen, dieser unbekannte Sprecher aus der Lautsprecherbox oben rechts hat zu mir gesprochen. Die Telefontante, die mir dazugeschaltet worden ist, hat gesprochen. Dann war mein Mikro auf einmal aus. Ich konnte nicht mit meinem Telefonat sprechen und so weiter. Ich bin total mega überfordert hier in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie da irgendwas funktionieren soll. Dann habt ihr diesen Laserpointer gehabt, wenn ihr diesen Finger gemacht habt. Das war sehr, sehr fuckelig. Das habt ihr teilweise gesehen, wenn ich einen Schalter gedrückt habe. Ich bin zu lange mit dem Finger da dran geblieben. Dann wurde er sofort wieder ausgeschaltet. Also das war ein bisschen sehr, sehr feinfühlig. Ansonsten gab es drei Positionen in dieser Radiostation, die ich betreten konnte. Einmal natürlich an diesem Tisch, wo alles ja da stattgefunden hat. Dann einmal vor der Dartscheibe und einmal vor diesem kleinen Telefon. Was das alles auf sich hat oder ob das einfach nur so ein Gimmick ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Im Kern, im Grunde, weiß ich gar nichts über dieses Spiel. Ich weiß nur, es geht irgendwie darum, die Geschichte thriller-technisch so ein bisschen ja, zu durchleben, die Lösung der Geschichte zu finden, irgendwie sowas. Dazu werden mir dann Zuhörer zugeschaltet. Ich wollte gerade Zuschauer sagen, nein, es ist eine Radiostation, kein YouTube-Kanal. Es werden mir Zuhörer zugeschaltet, mit denen muss ich mich dann natürlich in Englisch unterhalten, denen irgendwelche Sachen entlocken und so weiter. Das habt ihr gesehen und ich habe natürlich jetzt im Video gesprochen in Deutsch und hat das Ding in ganz, ganz komische Wörter draus gemacht. Das passiert natürlich bei euch nicht, weil ihr sprecht ja nicht, wenn ihr spielt. Das mache ich natürlich nur für die Videos. Ja, also wie gesagt, mich hat dieses Spiel gnadenlos erwischt, eiskalt, ja. Aber ich veröffentliche dieses Video natürlich trotzdem. So habt ihr einen Einblick wenigstens in das Spiel, was euch erwartet, wenn ihr euch das kaufen solltet. Wenn ihr jetzt gut Englisch könnt und ihr sagt, hey, du hast da wieder so eine miserable Vorstellung abgeliefert, das Spiel ist mega, das Krache, das Bombe, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare, was ich da alles nicht verstanden habe, was das Spiel überhaupt von mir wollte, welche Geschichte erzählt worden ist und so weiter. Das würde mich natürlich mega, mega interessieren und ich glaube, ja, ich bin nicht ganz alleine, ja, wenn ich sage, dass ich da ratlos war.
dann hoffe ich natürlich trotzdem, dass ihr echt ein bisschen Mitleid diesmal mit mir habt und mir trotzdem noch ein Däumchen da lasst, dann würde ich mich natürlich mega, mega freuen. Und ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, dann macht es gerne jetzt, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich sag schon mal Danke an dieser Stelle. Ganz zum Schluss, wie immer, mein Discord-Server mit derzeit über 320 WeAre-Usern aus der Community. Tretet gerne bei, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, gelegentliche Gewinnspiele, täglichen Deal der Quest, sämtliche App-Lab-Neuveröffentlichungen und einfach nur unterhalten. Zum Beispiel über dieses Spiel können wir uns natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Ja, dann hier zu meiner Seite, ne, eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert dann auch gerne durch. Viel Spaß damit. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Geduld, für euer Verständnis. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Video, euer Sascha.